ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! If the Halflings were as good at Blood Bowl as they are at cooking, well, the history of the sport would look very different. I'm liking the look of this game. Looking at the ratings, this team has the advantage. But will they be able to capitalize on it? Ja, huhu, hier wieder beim Koani und bei Blood Bowl 2. Wir spielen heute mit unserer Nerdpole Chaos Squad des Verderbens. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, warum sie des Verderbens heißt. Gegen die Hochelfen. Und das letzte Mal, wo wir gegen Hochelfen gespielt haben, haben sie uns ziemlich viele Probleme bereitet. Und generell spiele ich hier relativ ungern gegen Elfenteams. Denn die sind fies. Jo. Wir gewinnen den Toss und wollen zuerst mal verteidigen. High Elves. A team based on finesse. If ever there was one. They like the passing game. Not as much as Wood Elves. But they're still very good at it. So, wir schauen uns mal die Spieler an. Wir haben hier einen, der Blocken ausweichen. Das wird hier ziemlich oft der Fall sein, glaube ich. Was hat er denn da noch? Fliegender Tackle. Die Heimatland. Wenn das Spieler die Tackle-Zone verlassen. Moment, hä? Sobald ein Gegner versucht, seine Tackle-Zone zu verlassen, der Spieler landet im Boden, dass der ausweichende Spieler verlässt, aber weder ein Rüstung noch nötig sind. Der Gegner-Spieler muss auf den Zweier anfangen. Okay, das ist ziemlich eklig. Auch hier fliegender Tackle. Unerschrocken und Manndeckung. Okay, das sind ziemlich nervige Spieler, die die Hochelfen hier haben. Fänger mit Fangen, alles klar. Nichts. Fangen. Unterstützen. Nie gut gegen uns. Fangen. Ausweichen. Und ein paar Werfer hier hinten. So beeindruckend jetzt nicht. Die drei hier vorne sind relativ scheiße. Und auch derjenige da, der hier, sagt. Unterstützen. Weather is fine. So I'm not going to talk about it again. Die Light Seahawks. Hoffentlich sind sie auch Light. Und hoffentlich ist unser Blood Scorpion wieder in der Paradeform, wie er im letzten Spiel war. Also nochmal, wenn ihr das letzte Spiel gegen das andere Chaos-Team nicht gesehen habt, die Folge 19, schaut euch die Folge 19 an, Leute. Das ist jetzt das beste Spiel unserer Nerdpole Chaos Squad. Und in den Comments war ja angekündigt worden, dass man im nächsten Spiel die Namen der verstorbenen Tiermenschen mit Blut aufs Spielfeld schreibt und das ist dort passiert. Look at Twinkle Toes there. Let's see the player get out of that one, Bob. Das ist wieder typisches Elfenspiel. Sie laufen durch und versuchen jetzt gleich auf den zu passen hier. Wir starten aber mit einem Block von Koani. This player likes to be well assisted in a fight. This player, the attacker, smells weakness. Schauen wir mal, ob der Blood Scorpion in Form ist. Nein, ist er nicht. Wiederholungswurf, das wäre schon ziemlich wichtig. Und leider auch den. I've heard stroking him on his belly or chin may calm him down. Gut, müssen wir ihn wieder einmauern, den Spieler hier hinten. Ob es den
Libero würde ich dazu zurückziehen. Drei Tackle-Zonen auf den Gegner. Hier vorne noch einen von denen hin. So. Den können wir auch mal versuchen hier festzuhalten. Okay, Zug beenden. Schauen wir mal. Ein neues Getränk geholt. Frisch aus dem Kühlschrank. Ach, nach diesem letzten Spiel, ich weiß gar nicht. Das Spiel kann nur schlecht werden. Der Gegner überlegt lange. Das heißt, wir müssen irgendwas richtig gemacht haben. Es ist der Computer. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. Ja, dann haben wir die Aufstiege hier. Der Blood Scorpion braucht noch einen Casualty. Das ist halt ein Aufstieg. Und ich glaube auch, Backfisch braucht einen Touchdown. That's a dangerous place to be. Gerade vom Ballträger auch noch ziemlich auf der Mütze. Oh, oh, oh. Da fällt mir ein, ich stelle mal die Animationen wieder aus auf nur Touchdowns. Sonst dauert das Ganze hier wieder zu lange. Less pressure on the ball. It's a good move. Der Gegner konzentriert sich jetzt auf die linke Seite, weil unsere Spieler alle rechts stehen. Das ist natürlich. Stand still, you lazy wine drinking fairy. God, der Zweite, der durchbricht. How do those high elves dodge so easily? Go on, guys, break them down. Ja. We got a problem here. Aufstehen. Immerhin steht der Karten im Ballträger. So, der Samur wird jetzt versuchen. Erstmal machen wir das so. Und hier irgendeiner unterstützen. Der hat das nicht. Der hat das auch nicht. Das heißt, der Samur wird den Ballträger jetzt hier mal blitzen. Well, they had to retreat a little. It was getting dangerous. Leider ausweichen. Wir wiederholen das mal. Blocken hat er leider auch. Dann wollen wir doch lieber in den drei Positionen stehen. The only use for a ball, in my opinion. To highlight who gets hit next. So, hier einmal hin und hier einmal hin. Blood Scorpion. Ja, er bewegt sich sehr gut. Aufstehen. Der einzige, der mir Sorgen macht, ist der Spieler. Hier können wir einen Touchdown machen. Mit Go for it, ja. Das heißt, er müsste den wegprügeln. Wer ist denn das hier? Ach, das ist der Mischka. Ja, den mit dem Mischka kann man ja mal aufstehen. So, dann haben wir ja ein bisschen mehr Sicherheit, aber wirklich nur ein bisschen. Aber es ist typisches Elfenspiel hier. Alle gehen sie aus den Tackle-Zonen raus, lassen mir nicht viel Möglichkeit zu blocken. Ach, he's on him now, like a halfling on a hot dinner. So, und Lesrak mal ein bisschen ins Backfield ziehen hier auf die linke Seite. Gucken, falls da was durchbricht. Aber wenn da was durchbricht, glaube ich, dann ist es ein Touchdown. Sechs Wiederholungswürfe auch noch beim Gegner. Das ist hart. Ja, wir müssen auch noch ein paar Wiederholungswürfe mehr machen. Die Gegner scheinen uns hier auf Fläche abzuziehen. Hit stuff. It's another handoff. It's like pass the parcel down there. Das ist auch mit der Ballträger. Successful handoff. I like what I'm seeing. Jetzt kommt der Blitz. Okay. Ausweichen natürlich.
Pushing. So. Die Chance ist da, das mit Touchdown und das Go for it muss auch noch klappen, dann ist es der Touchdown. Touchdown! Das schafft. The crowd goes wild. Not a beginning of speech. They are going utterly wild. Feral even. Save yourselves! Aber jetzt kriegen wir ja den Ball. So. Nehmen wir hier Fisch nach hinten. Mischkopf steht schon richtig. Hier der Blitzer, der hat es verdient, jetzt gleich mal von unserem Blattskorpion umgehauen zu werden. Bero nach vorne. Ali an die Line. Alles klar. Bestätigen. Blitz. Oh, der Gegner hat einen Blitz. Schade, schade. Macht ein ziemlich merkwürdiges Manöver, aber das kommt doch noch nach vorne. Kommt auch irgendwo der Blitz? Läuft durch. Okay. Da ist der Blitz. Unity is strength. Schieben gegen Beru. One more step and. Okay. Ach, der hätte jetzt noch den Ball gefangen. Ah, deswegen. Alles klar. Das ist natürlich ungut. Ja, dieses Spiel läuft nicht so gut wie das letzte. Aber mal gucken, wie viel wir jetzt hier rausholen können. Wir müssen ja auch langsam mal anfangen, hier ein paar Leute in die verletzten Box zu kriegen. Belohnungswurf. Leider nicht verletzten, sondern nur K.O.-Box. Ja, das ist unsere einzige Möglichkeit, hier die Elfen ein bisschen zu verprügeln. Viel anderes kann man nicht. With arms like tree trunk. Jo, da ist der Casualty, der Let's Talk noch brauchte. Must really hurt. Und zwar auch gegen einen ziemlich guten Spieler, wenn ich das mal so sagen darf. So, Kuriminus einmal hier vorne vor. Kuali macht den Block. Der hat keinen Block. A good defensive block. Mr. Cliffy holt sich den Ball. So easy when you can change the shape of your body. So, Blitz haben wir schon gemacht. Ich versuche mal mit dem Bero hier rauszulaufen, der hat es nämlich hier ziemlich gepackt hier. Oh, er schafft das sogar. Das war ziemlich risky, aber. Sonst wäre in die Zuschauer geschmissen worden und das wollen wir nicht. Das ist kein gutes Schicksal für einen Bero, der seine Knochen jedes Spiel hinhält vorne an der Line. Der Blitz ging auf dem Bero, haben sie es heute abgesehen. Dann wittern sie vielleicht die Möglichkeit zum Casualty wegen der Verletzung. Okay. Kuriminus
Kurios, Mishka, Koali, Konkurinus kann mal ohne Blitz einfach mal hier hauen. The attacker has an assist. Und der hat immer noch keinen Block. It's like peeling an onion. Der ist einfach, oh, sehr gut, Korinus. With the fairies. Better watch out. They're murderous little beasts. So, was machen wir hier auf der Seite? Stehen wir erstmal auf. Den Bärel. Und hier haben wir noch eine Möglichkeit zu veröffnen. Nochmal einen Block. Und der hat kein Blocken, das heißt, den hauen wir nieder. Sehr schön. Und hier gibt es noch eine Möglichkeit zu einem normalen Block. Der hat allerdings Blocken. Das ist gerade ziemlich standing. Und leider hat er auch ausweichen. Aber. Ach nee, der hat noch kein Tackle, der Cartman. Leider, leider. Cartman hatte sich ja auch gewünscht, dass er nicht Tackle bekommt, sondern Kralle. Das respektiere ich natürlich auch. So, Blood Scorpion. Na? Dreierblock. Ist doch genau dein Ding. Next time they should hire a team player. Man kann ja nicht immer alles haben, was man nicht so wünscht, nicht wahr? So, einmal hier dran an den. Müssen gucken, dass wir ein bisschen das so hinkriegen, dass wir langsam aber sicher mal den Ball Richtung Endzone bekommen. Ein Feld gut gemacht, glaube ich. Oder gar keins. Oder zumindest mal ein bisschen von dem Gros der Spieler weg. Was jetzt bei Elfen jetzt nicht so nicht so viel aussagt, weil die einfach schneller sind als wir. Tja. Franchise. Very. Sorry. Yes, the casualty. Yikes! They're going to be carrying that scar around for the rest of their short life. Sehr gut gemacht. Wer war das? Das war, glaube ich, der Lestrack, ne? Ja, Lestrack da. Sehr gut gemacht. So geht das. So, Eloidos. Wir brauchen ein paar tote Elfen. Denn nur ein toter Elf ist ein guter Elf. Selbst da würde jetzt auch der Zwergenpaladin in den Comments wahrscheinlich vor Jubel aufspringen und mir zustimmen. The fans are revelous, and so am I. Just one more step. So, Mishka, Samo haut hin. Ja, leider nur Schiebenergebnisse. So, wenn der den jetzt schiebt, dann ist er neben dem Blattskorpion und da will niemand sein. Anfang. Das Block. Moment. Hier haben wir noch die Möglichkeit auf den Block. He's dead, Jesus. Ein Toter. Sehr gut, der Lesshack ist heute richtig in Form. Schon zwei Casualties. Und ich glaube, das ist sogar nicht ganz ein Aufstieg, aber fast. So, haben wir noch einen Blitz über. Wir haben noch einen Blitz über, oder? Und den Koali mal nach oben. Und den Backfisch einmal da in die Mitte. Und dann den Platzkopf. Sometimes cute animals like this forget the sport. So, machen wir hier den Blitz mit dem Cartman. Hat der Ausweichen? Der hat kein Ausweichen. Sehr schön. Cartman, du reißt ihn zu Boden und stehst dann zwischen drei Elfen. Weiß nicht, ob dir das so gefällt, Cartman. Aber egal, du stehst da jetzt. Der eine will schon weg von dir.
die einen, das weiß man bei Elfen ja nie so genau. Und dann wird er umgeboxt, der Karten. So. Und da stehen bleiben ist ein bisschen lustig für dich hier, ne? Frage ist, will ich da... That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. He won't leave him alone anytime soon. Wenn ihr Leute das, hätte man die Zuschauer. Dann ist weg. Stört. The fans seem very rabid. Und der ist tot. I hope they leave a few bits on the player intact. Sehr gut gemacht, Zuschauer. Ein Hoch auf meine Zuschauer. So, hat er noch was? Er kann noch ein bisschen gehen, ne? Perfekt. Schon ein bisschen nach vorne ziehen. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Züge. Können aber auch nicht sicher wirklich hier rüber zu laufen, weil der leider noch nicht weg ist hier. Und da. Und Samo nach hier. Zwei Züge müsste aber eigentlich machbar sein für Backfisch. Schauen wir mal. Kommen nur schwer voran. Aber die verletzten Box von den Elfen füllt sich, das ist gut. Was diese Aktion immer sollen, weiß ich nicht. Das wird er hier in einem Einzelnen. Das kann die Karte hoffentlich ab. Ja, gelernt. Schade. So, Prügelei. Bloodscorpion. The bigger they are, the harder they punch. Und der muss weg. Der sometimes the underdog wins the fight. Not this time. Lessack ist heute gut drauf, hab ich gehört. Ich bin hier noch mit ausweichen. So. Dreierblock gegen diesen Elfen. Night, night. Let the bed bugs bite. Really, don't let them. They're massive and can take your hand right off. So, dann laufen wir noch mal mit Backfisch nach vorne. Bereiten den Touchdown vor. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Der kommt da nicht hin. Das ist schon ganz gut. Versuchen wir hier noch ein bisschen Rubble zu machen. Den Samo. Ah, nein, das wird nicht. Oh, wait, what's happening? He's going to sleep. Wenn's schon, wenn die eins fällt. Nein, über Apotheker. Nein. Zwei tote Elfen. Gibt Schlimmeres. Darauf ein Chip. Wir müssen noch ein bisschen auf den Elfen rumprügeln. Wir wollen ja auch unsere neuen Spieler auch heute einsetzen. So. Einmal hier der Platz. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Das ist kein Touchdown für uns.
Das war schlecht gespielt von mir. They don't just spend time und, on the bench. Oh Gott, nein, das war nicht gut. Verliert einen Punkt Geschicklichkeit. Und ist beim nächsten Spiel dann nicht damit dabei. Aber ich muss das nehmen. All pain for that team. Their ja. Pain is aber der Platz kommt und kriegt trotzdem nochmal ein Casualty. Geschicklichkeit 1 Platz dort. Die Aktion war wirklich dämlich. Die muss ich mir echt angreifen. Wakey, wakey. One team's got some early knockouts back. Being outnumbered is never fun, Jim. But on the Blood Bowl pitch, well, it's deadly. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. Manu nach vorne. Sorry, Freak. Dich können wir jetzt gerade nicht, echt nicht einsetzen. Weil wir müssen jetzt den Touchdown ausgleichen und dann ein paar Elfen holen. Also wir müssen jetzt wirklich Elfen umhauen. Die müssen jetzt leiden. Leute, recht den Platz vorbei. So, Eloridas, fang mal an. Und der hat kein Blocken. Perfekt. Jeremiah Cool always said, superior skills prevail. Wir machen weiter auf der anderen Seite hier. Der Lesrak kommt. Lesrak, du brauchst noch ein Casualty. He's about to get punched above and below the belt. At the same time. Oh, schade. Atmen. Come on, guys, together! That player went down like a sack of snotling unmentionables. Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. Apparently, wizards call that kinetic energy. The team have possession. They pass the ball, but will it be a completion? Excellent use of his chaotic attempt. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Könnte man da sagen. Jo. Mich ärgert das mit, dass ich aus lauter Gierigkeit mit Blattskorpion blocken wollte. Es nagt. Das könnte dann dazu führen, dass wir dieses Spiel verlieren oder unentschieden spielen. Kuani ist verletzt. That's ja, why I love this. Keine langfristigen Auswirkungen. Warum machen die Elfen uns genauso viele Casualties wie wir ihn? Ja, noch nicht ganz, aber fast. Obwohl, sie haben genauso viele, der Rest waren die Fans. Oh, der hat eine Stärke 4. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. That player is so close to a world of hurt. So, Manu. Der hat keinen Block. Kommt uns sehr entgegen, dass die Gegner hier wenig Block haben.
Mist, haut doch mal einen weg hier. Ausweichen, aber kein Block. And his face down for all. Ringen. Hab ich nicht drauf geachtet. Nee. Der Trainer ist heute nicht in Bestform. Ball is secure. Can the other team steal it away? Wir jetzt nicht vorne mit nach vorne mit Bugfish, weil mir das zu gefährlich war hier. Die Position auf der Seite ist noch nicht so gefestigt, dass ich da jetzt einfach so nach vorne kann. That player is bouncing up faster than an inflated squid. Da lacht er über den Leuders. Da kommt der Wiederholungswurf, hat er genug von. Aber solange er in die Richtung geht, ist mir das relativ egal. Oh ja gut, da kommt noch ein Spieler in die andere Richtung. Komm, Lesrak. Du brauchst ein Casualty. Aber so wirst du keinen machen. That's it. Force him back and then pow! So, jetzt gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Wir machen erstmal mit dem Mischka hier zu. Und dann laufen wir mit dem Backfisch hinten rein. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Land. Cartman. Blitz. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. It looks rather like an old traditional spectacle in Astana. I know this one. Toromania! So, go for it für den Frank. Schafft er aber. Und hier können wir wieder aufstehen. Puh, es ist ein hartes Stück Arbeit, das Unterschied jetzt hier rauszuholen. Ich weiß nicht, ob ich den Elfen auch noch einen Zug geben will, weil die scoren relativ schnell, das habt ihr ja am Anfang gesehen. Und dann laufen wir Gefahr, das Spiel zu verlieren, anstatt das Spiel zu spielen. He's following up. Und leider schaffen wir nicht genug Casualties hier. Moment. Damn, that player just won't go down. Obwohl die langsam jetzt hier auch in eine Prügelformation sind. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Und jetzt laufen sie wieder raus. Go on, catch him. That's easier said than done, Bob. So, Beru. Du hast Block, Beru. Is the assist gonna be enough to come out on top? Hmm.
He won't leave him alone anytime soon. Stärke 4 Elfen sind noch ziemlich gut. What can you do against a full speed horned Ausfälle verursachen, hier, um das Spiel noch gewinnen zu können. Aber das sieht schlecht aus, Leute. Come on, guys, together! He's on him now, like a halfling on a hot dinner. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Unity is strength. That's a strike made with technique and precision. It's not always about sheer muscle or size. Ich kann hier auch nicht wirklich Spieler abziehen. This player, the attacker, smells weakness. Nicht so geil. So, der Ballträger ist jetzt ein bisschen alleine hier. Die Einser-Blocks. Mache ich einen Einser-Block? Ich mache hier erstmal einen Einser-Block. Der hat der Ringen oder was hat der? Ja, komm, gehen wir jetzt das beide zu mir. Sehr gut. Ja, war gut. Leider wieder kein Ausfall. Sie liegen am Boden, die Elfen, aber sie halten Stand. Das ist das Problem. Und da kommt auch schon, da kommt die Unterstützung, die Druck auf den Ball macht. Sehr, sehr schwer. Go for it. Schafft er auch noch. Is the assist going to be enough to come out on top? Okay. Ach gut, weil der da hinten oben geblockt ist. Wie ärgerlich. Ja, endlich ein Verletzter und der letzte Kampf sein Aufstieg. Wenigstens das klappt. Der muss raus. Wir müssen jetzt hier raus. Es ist kein einfaches Spiel hier. Bambero. Schaff's das.
ausweichen, aber kein Blocken. Oh, you had better run there. Gelähmt. Ist gut. So, nicht, dass wir noch irgendwie einen Spieler vergessen haben. Aber nee, da unten steht nichts mehr. Ist klar. Ja, wir spielen auf das Unentschieden. Wobei wir zwei Elfen haben, die Druck auf den Ball machen. Und das Unentschieden haben wir uns selber eingebrockt mit der Casualty vom Bloodsport. That would help a player move without risk. Und hier liegen einfach viel zu viele Leute von uns im Dreck. Das ist nicht gut. Das ist der Step 4 rein hier. Okay, da kann man den hauen. Wieder zurück hier rein. Look at Twinkle Toes there. Gelähmt, aber das reicht nicht. Das also die Leute zu lähmen ist nicht genug. This is going to be decisive. Komm Manu, zeig den Leuten mal, wie man Casualty macht. Lähmen ist okay, in dem Fall. Cartman, du hast Knochenbrecher. Mach dir mal eine Ehre. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in. Hang on, did you see that? The domino effect in action. So. Zug beenden. Ein Zug noch. Wenn die jetzt nicht an den Ball kommen, jetzt kommt der Blitz. That player better get up. Yes. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Nicht geklappt hat er mit. Gut. Und diesmal gebe ich kein Risiko ein. Und mache einen Touchdown einfach. The Hutch, the Hell! I didn't expect that, did you? I did expect it, but I didn't expect to expect it. So, 1-1. Time to rise and shine for some of those sleepy heads. With one team having a three-player advantage, I can't see how the smaller squad will win. This is indeed a vital kickball. Team scores in deadlock. True, Jim. It's time for one of the squads to step up and be a winner. Na, einmal nach hinten mit euch. Und ich habe vor dem Spiel schon gesagt, es gegen Hochelfen ist es nicht einfach. Und es hat sich bestätigt. Wir haben zwar hier gut Spieler rausgekloppt, aber es reicht nicht, es reicht nicht. So, wir haben hier vorne den Bero wieder drin. Und wir tauschen den mal aus. Wenn wir das schon dürfen, dann darf der Freak auch mal mitspielen. And yet so much can still happen. Nothing certain in this game. Wir müssten eigentlich da hier nochmal einen Blick auf die Tabelle schmeißen.
so viele Siege wie in der letzten Saison hatten wir mit unserem Team diesmal nicht. Wir haben relativ viele Probleme momentan. Aber zumindest stabilisieren sich unsere Casualties, die wir fabrizieren. Also zumindest die letzten Spiele. Und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus auch mit dem Team. Viele Verluste verursachen mein Gegner. That's it! Force them back and then pow! Ja, das wird dir nichts bringen. A last burst of the Viridian Village. A really great twist. Zwei Tote beim Gegner. Und Preak ist auch noch für den Kurzeinsatz ist er auch noch Spieler des Tages geworden. Herzlichen Glückwunsch, Preak. Alles klar. Schauen wir auf unsere Spielerliste. Wir haben drei Aufstiege. Einmal Backfisch. Stufe aufsteigen und Würfel werfen. Noch ein Geschicklichkeitspunkt für Backfisch. Es ist verlockend, Leute. Es ist verlockend. Ein Geschicklichkeits-5-Tier-Mensch. Ich hatte aber eigentlich gesagt, dass ich hier zwei Köpfe haben möchte für Backfisch, ne? Allerdings ist Geschicklichkeit 5 besser als zwei Köpfe eigentlich, weil die dann weiter schmeißen kann. Komm, Backfisch. Gewandtheit plus 1. So. Das nenne ich mal einen Spieler. Und zusätzliche Arme. So. Hoffentlich verlieren wir sie nicht irgendwann. So, Lesrak Dark. Hat schon Knochenbrecher und Blocken und steigt jetzt die Stufe auf. X3 sponsoring the sport when you were playing, Bob? Well, polishing cream manufacturer? Eins, aber das war nicht bei dem. I got no idea where these guys came from. Nee. Stärke. Mutation können wir ihm geben. Oder was Allgemeines. Ich tendiere zu Tackle. Ja, wir brauchen mehr Spieler mit Tackle. Lesrak, du hast Tackle. Bitteschön. So, und Blood Scorpion ja leider mit Geschicklichkeit 1 jetzt nur noch. Pass auf, jetzt würfelt der gleich Geschicklichkeit Plus. Da hätten wir dreimal Geschicklichkeit Plus gewürfelt. Nehme ich aber nicht, aber die Geschicklichkeit ist total irrelevant für den Blood Scorpion, von daher war das auch kein Problem. Schauen wir mal, was er kriegt. Es wäre ideal, wenn wir ihm Block verpassen können. Können wir aber nicht. Was geben wir ihm? Eine Mutation vielleicht. Klammerschwanz. Können sie nicht so leicht ausweichen, aber wir haben eh schon die Tentakel. Zwei Köpfe bringt nichts, störendes Wesen, nee. Stärke, was haben wir hier noch? Unterstützen könnten wir ihm geben. Ich glaube, ich gebe ihm schweres Gerät, damit wir die schlechten Ergebnisse in I've got my McMurdy Squig Burger and my XXXL size cheese shake. Leider nur meine Blitzaktion. Alternativ zerquetschen. Kann der Spieler diese Fähigkeit nach einem Block einsetzen, falls er neben dem Opfer steht und dieses zu Boden geworfen wurde. Und man kann den Rüstungs- und Verletzungswurf für das Opfer wiederholen. Also oder. Der Spieler, der die Fähigkeit zur Quetschen einsetzt, wird ein Spiel auf sein Feld gelegt und du machst keinen Rüstungswurf. Zerquetschen führt nicht zum Rundenende. Das heißt, da würden wir mehr Casualties verursachen. Allerdings geht er auch zu Boden. Ist eine schwere Sache. Wir könnten auch Standfest nehmen oder Tackle durchbrechen. Tackle durchbrechen wäre natürlich auch was, damit er mal ausweichen kann, aber so oft weicht er eigentlich nicht aus. Eigentlich haue ich die Leute einfach mal um. Mehrfach Block.
kann Blocks gegen zwei benachbarte Gegner einsetzen. Die beiden Blocks werden in der Runde ganz normal nacheinander gewürfelt, nur können beide Verteidiger ihre Stärke um 2 erhöhen. Das heißt, wir haben normalerweise einer Blocks. Ich tendiere zu schweres Gerät, weil das uns ein bisschen schützt davor, dass er zu Boden geht. Okay, Blood Scorpion. Hoffe, das ist okay für dich. Mit den Aufstiegen bin ich ganz zufrieden. Wir haben jetzt zwei Chaoskrieger mit Tackle. Never went onto the field without a pair of Orchidas on my feet. They're the only ones who did Ogre's Eye. Der Freak jetzt durch den Starspielerpunkt hier ziemlich weit vorne. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl 2. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss. Meow, 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 meow